Da wären wir auch schon wieder. Beute, 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 Beute. Mhm. Das sieht irgendwie aus wie vorhin. Mit den zwei Bomben-Dingern da. Jedenfalls so ein bisschen. Schubs. Schubs. Jo, und Zugang. Sehr schön. Du kommst mit. Runter. Spinne. Du stehst da nicht so gut. Nee. Nee. Ist da unten? Nicht viel. Wart mal da. Ich glaube, die Modine hole ich später. Das wird sonst nichts. Ich will eigentlich nur die Fledermaus umbringen. Ah, okay. So, da oben ist eine Steinstachelfalle-Dings. Das wollen wir nicht. Ah. Oh, die Spinne will ich auslösen. Die kleinen Freuden des Lebens. Da ist der Ausgang. Aber man kann nicht die Stachelfalle zerstören. Ja, das ist doch mal schön. So, komm her. Sprawling. Warte mal, ich will jetzt nicht auf die Vase hauen, da ist dann irgendwas Böses drin. Oh, was sehr Gutes drin. Wir haben jetzt schon ziemlich viel Gold und keinen Shop und es ist keine Daily. Das ist auch ein bisschen ärgerlich. Da hat man schon mal so viel Gold und dann, ja. Aber gut, bei dem ganzen Training, das ich jetzt hatte, wird eine Heli-Daily bestimmt richtig gut ablaufen. Das heißt, wir schnappen jetzt dich, dann hätten wir schon 8 Leben. So viel hatten wir, glaube ich, noch nie. So viel hatten wir garantiert noch nie. Das ist Hammer. So. Niam. Abgeben. Spring. Oh, Spinne übersehen. Okay. Dann können die auch kaputt machen, das ist sehr schön. Jetzt machen wir einfach ein bisschen Bedrock-Mining. Da ist nirgendwo irgendwas drin. Oh, du bist kaputt. Geht also doch. Okay. Ja, oh, das sind dicke Spinne. Hops, hops, hops. Oh, Geist. Weg. Ich will die nicht schon wieder austricksen müssen. Das wird nämlich nicht jedes Mal gut gehen. Buddelmann, sehr schön. 10.000 Gold. Na gut. Gut, jetzt baue ich ruckzuck diesen Tunnel. Knutsch. Jetzt sind wir im Dschungel. Und jetzt können wir auch im Dschungel endlich üben. Also wir können jetzt wahrscheinlich jederzeit in den Dschungel springen. Wenn ich das richtig verstanden habe. In den Kommentaren meinte jemand, wenn man 3-mal dem Tunnelmann was gibt, dann schaltet er die nächste Etage quasi frei. Komm her. Oh. Genau, und die in Rot sind auch ganz böse. Und auf die sollte man nicht draufspringen. Ah, akzeptiert das Opfer. Oh. Da ist aber nur Wasser, das bringt mir auch nichts. Aber was bringt es eigentlich, wenn Kali gut auf mich zu sprechen ist? Ich weiß, wenn wir eine Jungfrau hinschmeißen, dann kriegen wir irgend so einen random Gegenstand. Aber das war jetzt einfach nur so, meh, ist okay. Oh, Skelett. Schon sind wir bei 5. Hm, oh, Steinmensch-Typ. Ah, es gibt die alten Gegner aus den Minen auch hier. Das macht das Ganze ja richtig interessant, naja. Oh, und wir können den komischen Typen wieder kaufen. Nerdl, du heißt anders und kostet es mehr. So, komm mal mit, Nerdl. 3 Tiki-Fallen hintereinander. Da ist ein Affe. Affe klauen Geld. Aber er ist richtig gut. Peitscht ihn aus und alles. So. Noch mehr Bomben. Was machst du da? So, wir müssen Blondine befreien. Oh, Nerdl ist tot. Okay, er ist praktisch, aber er ist leicht suizidgefährdet. Oh. Weg. Du kommst mit. Da ist wieder so ein doofes
Ding. Oh, man kann nicht auf sie rausspringen, wenn man im Wasser ist. Ja, das macht sogar irgendwie Sinn. Wo ist die Blondine? Ah, da ist die Blondine. Okay. Schwimm, schwimm, schwimm. Das da oben sieht auch sehr gefährlich aus. Ich weiß nicht, was ich da machen will, sollte, was auch immer. Ich glaube, ich schmeiß mal einen Steinzeitmenschen rauf. Das Ding schwitzt? Warte mal. Na gut, weg hier. Ah, dieses rote Ding ist echt komisch. Und ich weiß nicht, was es macht. Und wenn ich nicht weiß, was etwas macht, bringt es mich irgendwann um. Solange, bis ich weiß, was es macht. Habe ich schon erwähnt, dass das eine richtig schöne Daily gewesen wäre? Da ist ein Typ mit Bumerang. Den hätten wir kaufen können, den Bumerang. Oh, der da sieht anders aus, der Dicke. Genau, du. Probier mal was. Das war nicht der Plan. Nee, komm. Wir holen einen Stein, schmeißen und uns selber treffen. Bomben wir einfach mal hier lang. So. Du kannst runter. Noch mehr Bomben. Wir sind Bomberman. Ich glaube, ich spreng dich mal. Oder versuch's zumindest. So viel dazu. Oh. Die einen davon getroffen, aber na gut, genug Homo spielt. Oh. Yikes. Blondine irgendwo? Ich hab's schreien hören. Da ist schon mal ein Dingens. Ein Götze. Oh, uff. Was zur Hölle? Sind die Stacheln auch instant? Oder hatte ich schon so wenig Lebenspunkte? Das weiß ich jetzt nicht. Aber es war ein schöner Run. Ich habe was dazugelernt. Und jetzt kann ich... Was war das gerade? Die Musik ist ganz schön komisch. Ach, wegen ihm hier. Jo, hat eine kleine Hütte eingerichtet. Sehr cool. Ja, meine Abkürzung bringt dich an den gewünschten Ort. Wenn du eine Abkürzung benutzt, könntest... Können deine schnellsten Zeiten aber leider nicht in die Bestenliste angezeigt werden. Okay. Also ja, echt nur zum Üben. Wollen wir noch kurz üben oder wollen wir erstmal ein Daily versuchen? Nee, komm. Für Zeit für ein Daily. Hauptmenü. Jo. Wir würden gerne Tagesaufgabe. Sehr konzentriert. Tierisch paranoid und überhaupt. Und dann schaffen wir vielleicht so einen guten Run wie eben. Und kein Gold ausgeben. Und keine roten, komischen Dinger versuchen zu treten. Gut. So. Da unten links ist Gold und keine Blondine. Okay. Willst du mich verarschen? Sie ist da doch ein wenig ungünstig, finde ich. Komme ich da irgendwie wieder hoch? Ich könnte hier sprengen und dann... Warte mal. Ich guck mal, ob es oben da einen Weg hin gibt. Das finde ich sonst ein wenig kurios. Oben rum? Ja, doch. Fast. Seil. Zwei Fledermäuse, die hoch wollen. Dann nehmen wir dich mit, um da was auszulösen. Nö. Nein, doch. Geht doch durch. Exploring. So, jetzt müssen wir ganz nah eine Bombe ranpacken. So. Sehr gut. Blondine haben wir. Edelstein hätte ich auch noch ganz gerne. So. Dann geht's hier weiter. So, so, so. Gib mir bitte schnell einen Ausgang. Ich will jetzt nicht hier rumhampeln und die ganze Zeit die Blondine mit rumschleppen müssen. Eventuell rechts. Das wäre nicht so toll. Nee, hier. Sehr gut. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir können das Ding hier erstmal kaputt machen. Dann dich mitnehmen. Wir haben leider nicht mehr so viele Bomben wie im letzten... Oh, oh, oh. Nochmal.
Nicht so viele Bomben wie im letzten Leben, aber da ist eine Kiste gewesen. Ich muss nur zum richtigen Zeitpunkt springen. Das ist ganz schön schwer, denn der Typ ist tierisch schnell. Wow, und du hast eine Peitsche, ja, ich weiß. So, hüpf, 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 hüpf. Zing. Wow. Das waren die falschen Tasten. Und da sind Steinfallen. Ach, ich kann jetzt höher springen mit den Schuhen. Sehr gut. Und ich muss dafür nichts ausgeben. Das ist ja auch okay. Nur das mit dem Gold ärgert mich echt ein wenig. Mit dem Gold? Wovon rede ich gerade? Mit den Bomben. Genau, dass ich die ganzen Bomben verballert habe. Oh, Geist. Raus hier. Also wir brauchen jetzt zwar nicht die eine Bombe, um den Tunnelmann freizuschalten, aber allgemein braucht man Bomben doch ziemlich, ziemlich häufig. Ich höre Schlangen. Ja. Zing. Ich höre Spinne. Da haben wir gerade die Spinne als Trampolin bis nur raucht. Sehr cool. So, so. Schieb, 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 schieb. Komm, geh kaputt. So, da ist eine abgeschlossene Kiste. Da ist die Blondine in der Schlangengrube. Das ist jetzt nicht so schön. Vor allem habe ich nur hier einen Zugang zur Schlangengrube. Wir haben nur eine Bombe. Das heißt, wir hätten nicht in die Schlangengrube kommen können, hätte ich die Bombe jetzt nicht noch gehabt. Okay, schön vorsichtig. Schön ausgelöst, sehr gut. Ein Kompass. Du bist sehr wichtig, du musst mit. Die müssen auch alle mit, weil das sind Edelsteine. Und das da noch nicht. Die haben schon ausgelöst, okay. So, so, so. Ach, sie lebt noch, sehr gut. Zing. So, wie machen wir es am besten? Oh, nicht so. Aha. Dich da oben hatten wir auch schon ausgelöst. Ja. Okay, wir könnten... Wir kommen nicht wieder zurück. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Okay, du kommst mit. Dann gucken wir mal, ob wir hier es schaffen, hin und her zu springen mit den Sprungschuhen. Ja, schaffen wir. Schaffen es auch ganz nach oben. Bevor der Geist kommt. Das ist die nächste wichtige... es geht ja richtig... Wow, richtig gut. Also ich mag die Sprungschuhe. Die in Kombination mit den Kletterhandschuhen wäre das Optimum, glaube ich. So. Also Schlüssel haben wir jetzt nicht für das Ding, aber Leben... Oh. Aber das extra Leben durch die Blondine ist mir wichtiger, als was auch immer es in der Truhe drin ist. Das da wird jetzt in die Hose gehen. Deswegen werfe ich dich mal runter. Jo. So. Geist. Nein, nein, nein. Lauf nicht weg und fall irgendwo rein. Ja. Toll, jetzt bin ich reingefallen. Oh, oh, schnell noch was kaufen. Jetpack? 20.000? Nein, nichts kaufen wegen Bestenliste. Nicht gut. Also nicht gut, dass wir eben gerade in die Bolzenfalle reingelaufen sind. Und noch ein, zwei andere Sachen. Hätten echt nicht sein müssen. Aber wir haben jetzt zwei Leben. Und noch eine Schlangengrube. Und keine Bomben mehr. Und ein Skelett und überhaupt. Nee, kein gutes Gefühl bei dem Leben. So. Ja, da ist die Grube. Da kommen wir doch oben rein. Müssen nur irgendwie wieder nach oben kommen. Hops, genau so kommen wir nach oben. Müssen wir nur mal an dem Ding da vorbeikommen oder der Spinne da oben. Spuck. So, oh, Fledermaus. Ah. So, ich lasse ihn runterfallen, falls... falls da so ein Ding ist, genau. Dich auch. Dich eigentlich auch. Die da unten links wird schon ausgelöst. Okay. So. Was machst du? Du springst nur hin und her.
Zoing. So. Und tot. Mist. 31.000, das wird bestimmt nicht reichen für die erste Seite. Ich schätze mal zweite Seite Mitte. Oh, dritter Platz. Sehr gut. Wo ist denn der, der letztes Mal so richtig gut war? Ah, der hat nicht gespielt. Habe ich Glück gehabt. Dann macht ihr die Daily nach mir. Das ist praktisch. Jo. Dritter Platz bin ich absolut zufrieden mit. Und was zur Hölle ist das für ein rotes Ding? Ha. Aber gut. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns einigermaßen hier halten können. Also ich spiele zwar nicht häufig, ich spiele nur dann, wenn ich aufnehme. Aber inzwischen läuft das richtig gut. Ich meine, wir haben es in einem Run geschafft, die ganze Mine zu clearen und einen halben Dschungel. Das ist stattlich, würde ich sagen. Also dann sehen wir uns morgen wieder und dass es weiter so gut läuft. Dann bis gleich.